Wir fahren an der Isar entlang und was auf den ersten Blick auffällt, hier ist kein Massenradeltourismus. Wir sind tatsächlich noch niemandem begegnet und wie man sehr schön sieht, fährt man hier direkt an der Isar. Apropos niemand begegnet, zack, kippt schon einer. Ist ja lustig. So, der Isar-Radlweg führt, wenn wir jetzt hier weiterfahren, natürlich direkt nach München rein. Also für alle, die aus München sind, das ist mal eine gute Idee, hier Isar abwärts in Richtung Dingolfing, Landau, Plattling zu fahren. Ach ja, zur Donau noch, weil da die Hölle los ist, heißt es natürlich auch, dass man relativ schwer Übernachtungen kriegt. Und die Übernachtungen sind heillos überteuert. Das schaut jetzt hier beim Isar-Radweg deutlich idyllischer aus.